Ich möchte Ihre Vitalzeichen kontrollieren. Frau Müller, kann ich Ihre Vitalzeichen messen? Ich messe Ihnen den Blutdruck. Ich möchte Ihnen den Blutdruck messen. Frau Müller, ich messe jetzt bei Ihnen den Blutdruck. Bitte setzen Sie sich auf den Stuhl. Machen Sie bitte Ihren linken Arm frei, damit ich die Blutdruckmanschette richtig anlegen kann. Ich würde gerne die Blutdruckmanschette am rechten Arm anlegen. Legen Sie bitte Ihren linken Arm auf den Tisch. Bewegen Sie bitte jetzt nicht den Arm. Ich habe leider nichts gehört. Ich werde den Blutdruck noch einmal messen. Ich würde gerne die Blutdruckmanschette am anderen Arm anlegen. Der Blutdruck ist 90:60. Ihr Blutdruck ist relativ niedrig. Sie haben niedrigen Blutdruck. Ihr Blutdruck liegt bei 130:90. Der Blutdruck ist 150:90. Ihr Blutdruck ist erhöht. Der Blutdruck liegt bei 200:100 und ist zu hoch. Ich muss dringend Arzt informieren. Sie haben hohen Blutdruck. Ich werde den Blutdruck in einer halben Stunde wieder kontrollieren. Nehmen Sie blutdrucksenkende Medikamente. Welche Blutdrucktablette haben Sie schon eingenommen? Haben Sie Blutdrucktablette zur richtigen Zeit eingenommen? Der Arzt wird Ihnen zusätzliche blutdrucksenkende Medikamente verschreiben. Ich würde gerne den Puls messen. Ich möchte noch Ihren Puls fühlen. Ich messe Ihren Puls am rechten Handgelenk. Ihr Puls ist 65. Ihre Pulsfrequenz ist 65. Ihr Puls ist zu schnell. Ihr Puls ist zu langsam. Ihr Puls ist kräftig. Ihr Puls ist schwach. Ihr Puls ist regelmäßig.
Ihr Puls ist unregelmäßig. Ihr Puls ist rhythmisch. Ihr Puls ist arrhythmisch. Bitte, ruhen Sie sich jetzt aus, und danach werde ich Ihr Puls nochmal messen. Weil Ihre Pulsfrequenz zu hoch ist, rufe ich gleich Arzt an. Frau Müller, ich möchte jetzt noch die Temperatur messen. Ich messe die Körpertemperatur mit einem Ohrthermometer. Ich messe Ihr Fieber. Ich lege das Thermometer in die Achselhöhle. Das Thermometer platziere ich unter die Zunge. Ich werde die Körpertemperatur im Po messen. Sie haben erhöhte Temperatur. Sie haben leichtes Fieber. Sie haben mäßiges Fieber. Sie haben hohes Fieber. Sie haben sehr hohes Fieber. Ich glaube, Sie haben Schüttelfrost. Das Fieber steigt gerade an. Der Arzt hat Ihnen fiebersenkendes Medikament verschrieben. Ich muss nochmal später Ihre Körpertemperatur messen. Ich möchte Ihren Blutzucker messen. Ich würde gerne Ihren Blutzucker vor dem Essen überprüfen. An welchem Finger soll ich Sie stechen? Soll ich Sie am Ohrläppchen stechen? Wo darf ich Sie stechen? Um Ihren Blutzucker zu messen, brauche ich nur einen Tropfen Blut. Ihr Blutzuckerwert ist 115. Ihr Blutzucker ist 180, also schon hoch. Sie schwitzen sehr stark und ich muss schauen, ob Sie vielleicht Hypoglykämie haben. Ich werde Ihren Blutzucker in einer halben Stunde noch einmal kontrollieren. Ich habe schon alle Werte gemessen. Blutdruck, Pulstemperatur und Blutzucker muss ich noch in die Patientenakte eintragen.